So, hallo YouTube, hier ist wieder Max von den Computer Artists. Diesmal zeige ich, beziehungsweise stelle ich euch mal mein PC-System vor. Ja, ich fange einfach mal mit dem Gehäuse an. Wie man hier schon sieht, das ist das von Cooler Master, das HAF 922. Mit vorne einem roten LED-Lüfter drin. Ja, die Fensterversion, das gibt es mit Fenster und Gitter. Ja, weiterhin habe ich vorne eine Lüftersteuerung drin für vier Lüfter von Aerocool mit zwei USB-Anschlüssen und ein ganz normales DVD-Laufwerk von LG. Ja, weiterhin zur Hardware. Ich mache mal gerade hier auf. Weiterhin zur Hardware ist noch alles, ich sag mal, so lala. Ja, die MSI N430 GTX von Nvidia. Also vom Prozessor habe ich einen AMD Athlon 7750 Black Edition, sprich das ist ein Dual Core mit 2,8 GHz. Nicht gerade so überfliegend, aber es reicht. Ja, dann habe ich 2x2 GB Arbeitsspeicher von Kingston. Warum ist er? Ja, normales 330er Netzteil, was noch reicht. Normalen Boxkühler. Dann hier mein wunderbares Kabelmanagement, was leider fürs richtige Kabelmanagement nicht reicht, da sämtliche Kabel leider zu kurz sind. Ja, wie gesagt, hier oben ist das Laufwerk drin. Dann habe ich hier unten zwei Festplatten drin, die jetzt natürlich nicht rauskommen wollen, wegen den zu kurzen Kabeln. Auf jeden Fall von Western Digital eine 640 GB und hier drunter, mal gucken, ob die rauskommt. Ja, so ein bisschen eine 1000 GB von, ja, Samsung, genau. Mit 7200 Umdrehungen die Minute. Ja, soweit, so gut. Das Gehäuse hat insgesamt drei Lüfter, hinten ein 120er. Oben genauso wie hier vorne zwei 200 mm. Ziemlich riesen Dinger. Allerdings vorne, wie schon gesagt, sind noch rote LEDs drin. Sieht auch ganz schick aus, wenn es läuft. Ja. Sonst, was gibt es noch Besonderes? Eigentlich sonst nichts mehr. So, dann weiterhin zum Gehäuse. Ja. Ich schalte einfach mal an zur Demonstration vorne des Lüfters. Hier meine wunderschöne Lüftersteuerung für drei Lüfter. Den vierten habe ich keinen drauf, weil ich keinen vierten drin habe. Ganz einfach. Hier wird man jetzt gleich was Schönes sehen. Und zwar der rote Lüfter, der vorne drin ist. Gibt es hier oben ein Knöpfchen, womit ich die an- und ausmachen kann hier. Für den Lüfter, der Startknopf und Reset-Button. Ja, sonst weiterhin. Ganz normales Frontpanel hat da drin. So, da sind wir wieder, beziehungsweise ich. Ja, hier sind meine Peripheriegeräte und zwar erstmal zu meiner wunderbaren Maus. Das ist eine Gaming-Maus von Trust, eine Limited Edition Red Bull Racing Formel 1. Ja, vielleicht kann man so gut ganz gut erkennen. Mit so gelben Ablagen für die Finger, sag ich mal. Mauswart, DPI-Anzahl und so weiter. Ja, ganz gutes Ding. Dann weiterhin die beste Tastatur, die es hier gibt, würde ich mal sagen. Die Logitech G15. Würde man sagen, die ist euch sicherlich auch bekannt. Wirklich eine super Tastatur, hier mit dem Bildschirm, auch teilweise für Spiele optimiert. Hier mit lauter leiser Knöpfen, für Lieder. Hier Gaming-Riegel. Da werden dann Windows-Starttasten und so deaktiviert. Ja, soweit wirklich ein super Teil. Dann auch wieder Logitech, und zwar das Logitech G35 Gaming-Headset. Auch einfach ein super Teil. Geniale Quali. Ja, hier 3G-Tasten, wie es von Logitech so üblich ist. Frei belegbar. Lauter, leiser. Stumm. Button, sag ich mal, fürs Mikrofon. Dann hier der Riegel für Stereo und Dolby. Und zwar das Logitech G35 ist ja ein 7.1 Surround Headset. Und hier kannst du damit ausschalten, ob halt nur Stereo oder Dolby. Ja, hier einstellbar.
Für je nach Kopfgröße beliebig, auch gut dehnbar, also kann auch durchaus mal ein Dickschädel rein, sag ich mal. Ja, ein perfektes Ding, also kann ich auch nur befürworten. Dann weiterhin mein wunderbarer Bildschirm, ist zwar auch schon was älter, aber er tut es immer noch. Ein 19 Zoll Acer, der sogenannte AL 1917, ja, mit zwei Boxen drin, 3 Millisekunden Reaktionszeit hat er, 19 Zoll, ich glaube, ich habe schon gesagt. Ja, ich sag mal so, der ist so vielleicht nicht gerade der größte, aber er reicht mir. Ja, so viel dazu, das war mein System. Ein wunderschönes Gehäuse mit dem, naja, Inhalt, sag ich mal. Ja, dann auf jeden Fall werden wir euch bald mal das System vom David, meinem lieben Kollegen, vorstellen. Und ja, dann abonnieren, Daumen hoch.